Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Hochverspielt Minecraft. Und ach, was sehen meine Augen da? Da ist ja noch eine Ecke, fehlt da ja noch. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Hochverspielt Minecraft hier in Rummelsberg. Und wir schauen mal aus. Aktuell im Anlass mal hier in den Tempel der 100 herein, die ja von 236 bis 245 erbaut wurde. Und da sehen wir, ihr habt mehr Abonnenten als ich. Danke für das Abo. The Super Siemens hat mir geschrieben, jetzt die Tage, ob ich denn ein Interview machen könnte mit ihm. Wahrscheinlich wäre das so auf seinem Kanal gekommen über, wie hieß das jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. Ein Programm, das für die Discord, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Interview mit ihm über Discord, ob ich das machen könnte. Ich habe zu ihm geschrieben, ja, ich blende das mal ein hier. Ich bin ja doch froh, dass ich immerhin weiß, dass Discord kein Computerspiel ist. Ne? Ich habe das also nie benutzt. Ich habe mal früher, wo ich hier mal zeitweise Let's Play Together gemacht habe, im Moment geht das ja nicht, weil ich hier die Mod drin habe, da hatte ich dann TeamSpeak und auch, glaube ich, einmal, wo ich hier mit dem Kollegen, wir hast du doch gleich, mal gucken, da habe ich auch mal Skype benutzt. Aber Discord habe ich noch nie benutzt, deswegen bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Aber trotzdem einen schönen Gruß mal auf dich, das Super Siemens. Ich muss mal auf seinem Kanal gucken. Nicht wahr? Und so, war das jetzt hier? Ne, wo ist denn jetzt der Typ? Upsa, ich muss dann noch weiter bauen. Hier ist das nicht, das war hier im Untergeschoss. Hier war das. Ja, wo spielt, genau. Was ist das überhaupt hier? Leute, das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn das für eine Tür? Also eine halbe. Sehr witzig. Hier ist alles richtig. So, da gehen wir mal wieder hin. Und wir wollten ja jetzt... Was hatte ich letztes Mal gesagt? Sandfarmen. Ne? Sandfarmen. Das heißt, ich will mal meine Wunderschaufel daraus. Und auch die anderen Sachen, die ich brauche. Also, da nehmen wir mal Diamantschwert und Schaufel und Spitzhacke. Nee. So war das jetzt nicht gedacht, sondern so. Und was haben wir noch? Das war doch eigentlich immer voll, da das Ding. Da müssen wir was zu essen reinpacken. Ach, nehmen wir doch mal. Ja, wir haben. Da, was haben wir denn? Nehmen wir so ein halbes Chicken dabei. So, okay, alles klar. Ja, das Super Siemens. Er hat ein paar mehr Abonnenten als ich. Also. Genau, wir brauchen Glas. Ne? Und Glas habe ich nicht mehr, also muss ich Sand farmen, hatte ich gesagt. Und da werden wir mal hier unseren schnellstmöglichen Weg nehmen und uns mal hier ins kühle Nass stürzen. Wow, wir könnten natürlich auch über die Bogenschießbahn gehen, aber wir könnten auch mit der Bahn fahren, das wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Aber so ist ja auch mal ganz nett, hier mal was Neues. Das ist natürlich alles künstlich angelegt. Auch hier wachsen sogar schon die
Und dahin sind die Arbeitssuchenden. Wo gehst du denn dann lang? Warum gehst du nicht auf der Treppe? Da war er verschwunden, ist er wieder da. Okay. Dann brauchen wir mal ein bisschen Sand. Und zwar keinen Sandstein, sondern nur Sand. Deswegen muss ich eigentlich erstmal mein Inventar hier freimachen. Wenn ich dann überhaupt irgendwo noch Platz habe, da habe ich gar keinen Platz mehr. Das heißt, da hätte ich schon noch Platz. Okay, tun wir mal alles hier rein, was wir jetzt nicht brauchen. Das Bett brauche ich eigentlich auch nicht. So, was ist das? Brauche ich eigentlich auch alles nicht. Wir werden jetzt nur Sand farmen. So, und wo wir gerade bei der Super Siemens waren. Wo ist die Sonne da? Also wir müssen ein bisschen beeilen, sonst wird es gleich wieder dunkel. Möchte ich heute mal über die deutsche Sprache reden. Über grässliche Sachen in der deutschen Sprache, ehrlich gesagt, die mich immer fürchterlich nerven. Also. Beispiel, wenn jetzt der Super Siemens, wenn der 15.000 Abonnenten hat, irgendwie sowas, ne, ist glaube ich, ist auch egal. Aber als Beispiel, ich nehme, das passt schon, ich nehme an, das passt schon ungefähr. Und ich habe 5.000 ungefähr. Wie viel mal so viel hat er denn? Er hat dreimal so viel Abonnenten wie ich. Ist das nicht logisch? Wunderbar. So. Und dann hat er auch dreimal mehr als ich, oder? Oder etwa nicht? Nein, natürlich nicht. Er hat dreimal so viel wie ich, aber nicht dreimal mehr. Was ist das? Kaktus. Brauchen wir nicht. Dirt. Lassen wir gleich wieder hier, den Dirt. So. Huch. Oh, jetzt habe ich mich aber hier. Selber. Das ist ja richtig gefährlich da. Ausgehöhlt. So, dann machen wir da mal weiter hier an der Stelle. Wird hier gleich dunkel, da sind wir auch näher am Schlafplatz, sag ich mal. Ach, hier sind wir wieder. Ja, halt, Hilfe. Ja, lassen wir es doch mal fließen. So, 15.000. Das sind dreimal so viel wie 5.000. Okay, stimmt immer dazu. Aber es sind nicht dreimal mehr. Dreimal so viel betrachtet die Gesamtsumme. Das kann man ganz einfach sich überlegen, wenn man sich Äpfel anguckt, ja, also wenn ich einen Apfel habe und du hast zwei Äpfel, dann hast du zweimal so viele Äpfel wie ich. Okay, alles klar, aber kein Problem.
zweimal so viele Äpfel. Aber du hast nur einmal mehr als ich. Okay, einmal mehr und nicht zweimal mehr. Einmal mehr, einen Apfel mehr. Aber zweimal so viele Äpfel wie ich. So, und wenn du drei Äpfel hast und ich einen, dann hast du, was ist das? Ach so, die Schießanlage, die Tribüne. Dann hast du dreimal so viele Äpfel wie ich, aber zwei Äpfel mehr, also zweimal mehr. Ist es klar? Ich meine, das sollte eigentlich schon irgendwie logisch sein. Was ist eigentlich jetzt dann da oben drin? Kann man das nicht weghacken? Gut, wenn man da schon Schwierigkeiten hat. Wenn ich euch mal frage, was ist eigentlich zweimal? Zweimal irgendwas. Glaube ich, hacke dieses ganze Teil hier weg. Würde ich einfach mal so sagen. Denn hier war mal Lava drin und da ist jetzt ja nichts mehr drin. Also, alles mal weg hier. Oi, hoppsa. Nehmen wir mal die. Den Kobbel und machen da den See dicht. Dann so geht das ja noch nicht, ja. Upsa. So, da haben wir jetzt hier mal einmal. Halt, hier muss ich lang. Die bewegen sich. Die anderen sind ja noch Quellen. Okay, also. Jetzt müsste es aber... Ah, genau. Es läuft alles trocken. Prima. So, wir machen hier mal weiter. Rupfen alles weg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann haben wir dieses Ding auch weggehackt. Endlich mal. So, und das ist schon schwierig genug mit dem einmal. Aber jetzt geht es ja noch heftiger los. Was mir jetzt in der deutschen Sprache so für Verrenkungen macht, ja. Was ist denn einmal mehr? Zweimal mehr oder zweimal so viel? Habe ich euch gerade erklärt. Na? Also, wenn ich einen Apfel habe, oder wenn ich fünf Äpfel habe, sage ich mal, dann sind zweimal so viele Äpfel, sind dann zehn Äpfel. Okay. Das ist dann die Gesamtsumme, zehn Äpfel. Zweimal so viel wie fünf Äpfel. Wenn ich dann aber zweimal mehr Äpfel habe, dann sind das zehn mehr. Ja? Zweimal fünf mehr. Dann habe ich also nicht fünf, sondern 15. Aber jetzt kommt ja der Hammer. Was man jetzt so schon öfter liest, zweimal weniger. Ja bitte, was ist denn zweimal weniger von fünf Äpfeln? Es gibt die Hälfte von fünf. Ist ein bisschen schwer zu rechnen. Aber die gibt's ja. So. Dann gibt es oh,
Oder machen wir den See da oben ganz dicht? Das können wir natürlich auch machen. Dass wir den See ganz zupappen. Wir haben ja genug Kobbel inzwischen. Dann ist er weg und stört nicht mehr, ja. Ja, also. Was war das für ein Geräusch? Irgendwie wie so eine Sandviper. Wenn ich nicht wüsste, dass es hier eine Sandviper gibt, gibt das bestimmt wieder so ein Geräuscherlebnis von diesem Mod. So, jetzt noch 5. Das heißt, wir können eigentlich hier wieder abgraben. Weg damit. Und jetzt geht's weiter mit Sand. Ja, also er hat zweimal weniger. Das kann ja gar nicht funktionieren mathematisch. Wenn ich 5 Äpfel habe und er zweimal weniger als ich, hatte minus 5 oder was. Beim Kontostand geht das natürlich. Ja, ich habe jetzt 100 Euro auf dem Konto und der andere hat zweimal weniger als ich. Zweimal 100 sind 200. Er hat also 200 weniger als ich. Wenn ich 100 habe, hat er minus 100. Er hat also Schulden. Das kann man machen. Aber das ist dann was anderes als das, was die Leute meinen. Die meinen nämlich, der hat nur die Hälfte. So, ich habe 10 Äpfel. Der andere hat 1,5 mal mehr Äpfel als ich. So, das sind dann 1,5 mal 10 sind 15, also sind 15 Äpfel mehr, also 25. Wenn er 1,5 mal so viel Äpfel hat wie ich, hat er 15. So, jetzt müsst ihr mal überlegen, was 1,5 mal weniger ist. Ja. Wenn ich 100 mal weniger habe, die Leute meinen dann ein Hundertstel. Ja, also, warum sagt man nicht, er hat ein Hundertstel von dem, sondern 100 mal weniger. Das ist ja völliger Quatsch. Das merkst du dann erst, wenn du dann sagst, du hast 1,5 mal weniger. Was das für ein Unsinn ist, was die Leute da erzählen. Ja, ein fürchterlicher Unsinn. Oh, mein Inventar ist voll. Schnell mal hier hin und alles ausleeren. Ich sollte wirklich mal was essen. So, jetzt haben wir also hier den ganzen Sand. Zack, 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 Sand. So, was haben wir hier? Sand. Hier haben wir Korbel.
Den nehmen wir mal raus und machen hier den ganzen Sand rein noch. So, und das vielleicht auch noch. Und noch. So, und dann geht es mal weiter. Wir sammeln jetzt noch mal schnell, bevor es dunkel wird. Versuchen wir mal. Noch mal hier nur den Sand einzusammeln. Das ist eigentlich schon fast zu dunkel dafür. Okay. Das machen wir dann nachher. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Das ist schon lange, lange her. Ich bin vorhin an den beiden Glasdingern vorbeigelaufen, die ich da mal aufgestellt hatte, wo ich da schon mal drüber gesprochen hatte. Mit einmal mehr und zweimal mehr und sowas. Aber da war noch nicht von zweimal weniger die Rede. Das ist noch ewig her, wo ich darüber gesprochen habe. Das ist ja jetzt mit zweimal weniger, ist ja wirklich, also das Licht ist ja wirklich wie ein Sandsturm. Huch. So, wo muss ich denn da? So, ist der Sand. Der wird sich doch wohl nicht, da ist er noch. Da ist er noch. Hat sich noch nichts aufgelöst. Jawohl. So, jetzt mal schnell alles aufsammeln. Es leckt ein bisschen jetzt ja. Wahrscheinlich bin ich zu schnell. Kann ja durchaus sein.